Hey Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft. Ich habe jetzt noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Unser Maschinchen verarbeitet hier schon. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal mit dem nächsten an, was ich vorhabe. Nämlich der Baumfarm und dem, was ich dafür alles brauchen werde. Dafür machen wir erstmal die Baumfarm selbst und dann hinter unten den Vermieter. Ich hoffe, das kriege ich heute noch hin. Obwohl Vermieter ja auch immer ein bisschen wie Vermieter klingt, aber naja. Wir brauchen Stuff und zwar brauchen wir auf jeden Fall einen Logger. Logger ist ziemlich anspruchsvoll, der braucht hier nämlich Diamond Electrons. Und was brauchen wir noch? Einen Forester oder sowas? Forester, war das das? Puh, jetzt bin ich gerade überfragt. Habe mich natürlich auch nicht vorbereitet. War mal wieder ganz intelligent. Ich gucke jetzt einmal fix, ob ich da was Passendes finde. Ansonsten werde ich das einmal nachschlagen. Cacti Harvest, da nehmen wir jetzt so die Baumaschine. Farm, Portium, Forester, Rainmaker, Tree Cultivator. Das ist die Apiary's Chest, auf die freue ich mich auch schon. Wisst ihr was? Kurze Pause, ich schaue das mal einmal fix nach, bevor ich hier Blödsinn baue. So, da bin ich wieder. Ich habe mal nachgeguckt, wir brauchen ein Abortium. Ich finde es hier jetzt gerade ad hoc nicht, aber ich weiß, dass es hier irgendwo sein muss. Weil wir können es uns auch einfach machen, denn den Forester werden wir wahrscheinlich auch nutzen. Und Tileplane minus 1, das Abortium, genau das ist das nämlich. Ziemlich sicher, der braucht goldene Electrons, das heißt, wir müssen uns aus Gold und aus Diamanten welche machen. Und dann brauchen wir für den Forester selbst auch noch ein paar Diamanten. Und dann werden wir auch Humus und sowas brauchen. Zum Glück haben wir noch ein paar Automatic Crafting Tables, um wenigstens das Grundprinzip einfacher zu machen. Wenn ich da dann die Project Table habe, wird das richtig gut. Dann lässt sich das vernünftig machen. Upsala. So. Bisschen Saft rein. Jo, sollte funktionieren. Ich überlege gerade. Man könnte das mit der Crafting, also man könnte dann auch Logistik-Pipes dafür nutzen, um sich da das Leben schöner zu machen. Ob ich das machen werde, weiß ich aber noch nicht. Das wäre dann so für eine der späteren Folgen die passende Idee. Erstmal bauen wir uns die Sachen, die ich jetzt brauche. So. Werden wir jetzt davon nur drei brauchen? Die beiden werden wir brauchen. Dann werden wir die Maschine brauchen. Wir werden auch ein zweites. Ah. Wir brauchen ja für den Forester auch einen Abortion. Das heißt, ich habe mir von den Diamant-Dingern. Muss ich glaube mal fix korrigieren, welcher das war. Du warst für den Logger. Das heißt, von den Gold-Dingern brauche ich noch welche. Und ich werde auch gleich noch Bronze brauchen, aber das lässt sich ja zum Glück leichter machen. Hoffentlich ist die Energie noch drin. Ja, sehr gut. Weil das kühlt ja irgendwann hier auch wieder ab und dann ist das Liquid Glas wieder geschmolzen. Dann hat man da nichts mehr von. So, noch einen da rein. Ich überlege, gerade habe ich hier noch Glas drin. Nee, nur Sandstone und Glass Panels. Dann kann ich mir meinen schon wieder schrumpfenden Sandvorrat mal wieder anzapfen. Um mir daraus mehr Glas zu machen. Auf dem Weg da hoch, weil sonst wird das ein bisschen knapp. Wir haben hier aber immer noch unseren Ofen, von daher geht das ja problemlos, auch wenn hier schon wieder komische Geräusche kommen. So, was brauche ich noch? Einen Sturdy Casing, das heißt, wir nehmen hier mal Kupfer, 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 Zinn. Sollte funktionieren. Ich hoffe, die lassen sich da einfach beliebig kombinieren. Ja, dann haben wir nämlich wieder Bronze auf Vorrat. Darf er sich gerne mal wieder sortieren. Und hieraus machen wir uns schon mal Sturdy Casings. Ich vermisse es echt so ein bisschen, dass hier keine Hintergrundfläche ist, wie es sich normalerweise gehört. Ja, jetzt fehlt mir noch das Glas. Dann können wir da schon mal anfangen. So. Von denen habe ich noch einen vergessen, aber den kann ich mir gleich noch holen. So, einen haben wir schon mal. Zweiter kommt gleich noch. Uah, Steuerung geht kreuz und quer. Dann machen wir uns den Logger schon mal. Sehr schön. Sturdy Casing kann
Hier erstmal wieder mit rein. Glas kann in Sicherheit. Hier kann ich schon mal ein bisschen mehr reintun. Und dann kann ich immer wieder schauen, wie der Forester gegen Diamanten und Glas. Tja, aber brauchen wir von denen noch welche, wenn unser Quarry noch gar keine neuen geliefert hat? Aber so ist das nun mal. So, Forester, sehr schön. Und jetzt kann ich auch schon mal direkt nach Humus nochmal gucken. Dit ging nämlich mit Fertilizer am einfachsten und mit Dirt. Und Fertilizer ließ es mich ja daraus, glaube ich, ohne Probleme machen, genau. Das heißt, wenn ich so viel Aptite dafür verwende, kriege ich die Krise. Aber wir können uns dafür einfach den Automatic Crafting Table mit rübernehmen. Werden sowieso noch ein bisschen Dreck mitnehmen müssen. Ich bin aus dem hinteren Fass hier, damit ich das etwa leer bekomme. Hey. So, das dürfte reichen. Ich werde dann noch mehr Kisten brauchen. Ich werde mir da einfach mal 2 davon mitnehmen. Wo habe ich den Automatic Crafting Table? Habe ich nicht da drin. Eine von denen werde ich mir aufrüsten, aber nur eine. Bei der anderen ist das nicht so wichtig. Das heißt, nochmal 2 von euch. Falsch. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, passt. Wo ist er hin? Da ist er hin. So. Die Rezepte kann ich erschreckenderweise mittlerweile auch auswendig, weil ich da schon häufiger mal jetzt Tun upgraden musste. Und irgendwann hat man die dann drauf. Vor allen Dingen, dass aus den Kupfertruhen andere machen, weil die Kupfertruhen habe ich ja erstmal nur gemacht, da wir am Anfang gut Kupfer zur Verfügung hatten. So, das kann schon mal wieder durch. Brauche ich noch was? Peat-Fired Engines habe ich noch da. Saplings hatte ich da, glaube ich, schon irgendwo gelagert. Diamond Pipes habe ich gerade noch. Sieht also eigentlich alles ganz gut aus soweit. Ich will das Glas hier, wobei ich kann es ja auch da drin lassen. Kann mir schon mal Peat mitnehmen. Und Fertilizer werde ich noch nachmachen. Den haben wir noch nicht direkt da. Der ist aber auch quasi das i-Tüpfelchen und da braucht mir gar nicht so viele Zoom. Dann möchte ich das gerne heute fertig bekommen. Beim nächsten Mal dann die Distille. Weil nicht die Distille, den. Wie hieß das denn? Vermieter? War das das? Ja, ich glaube. So, taps, 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 taps. Und zwar zum Anpflanzen ist das Abortium. Das heißt, der muss wieder mittig platziert werden. Ich merke, ich habe hier die Fackel nicht ganz so viel gemacht wieder. Und mir fällt auch noch was anderes ein, was ich sinnvollerweise machen kann. Nämlich die Peat-Fired Engines diesmal einfach mit Conductive Pipes arbeiten. Dann packe ich die 3 Dinger in eine Reihe und lasse mir den Strom da durchfließen. Das ist, glaube ich, besser. Und Conductive Pipe, genau. Jetzt, wenn ich mich hinstelle und für jeden eine Peat-Fired Engine dran baue, müssen sich den Saft halt mal ein bisschen teilen. Vielleicht wird das einfach mal auf andere Energie umgestellt. Ich meine, mit dem Biofuel, wenn das klappt, kann ich dann hinter meinen Combustion Engines betreiben. Und da haben wir schon wieder mehr Setzlinge nach unten raus, die ich erstmal noch hier reintun will, bis wir hier wirklich eine volle Fläche haben. Man sieht, es ist schon, es wird mehr, aber es ist immer noch nicht voll. Aber es ist schon mal gut, dass wir hier so viel Weed bekommen. So, der Logger kommt daneben und der Forester kommt daneben. Die werden nämlich allesamt dann ihren Saft bekommen. Jetzt ist da mal wieder eine Pipe gerade mal unsichtbar. Warte mal, was? Wooden Conductive Pipes verbindet. Ach, das ist die Golden Transport Pipe, die ich da hingelegt habe. Deswegen passiert da nichts. Ich dachte mir halt schon, hey, warum verbinden die sich nicht? Da müssen die dran. Ich überlege nur gerade, ob ich dort auf der Seite hier bleiben will. Nein, will ich nicht. Das bauen wir hier auf der Seite. Dann kann
kann ich nämlich auf der anderen Seite noch unser Verteilsystem bauen. Und hier die... das gefällt mir alles noch nicht. Das machen wir auch lieber hier. Den müssen wir wieder drehen. So. Direkt wieder wegpacken, bevor ich noch Dinge zu weit umdrehe. Du kannst da weg. Euch kann ich schon mal euren Saft mitgeben. Das Gute daran ist, dann teilt sich das quasi zwischen dem auf, wo ich es halt auch wirklich brauche. Das heißt, wenn ich erstmal nur den einen hier betreibe, der Setzlinge, Sand kommt bei dem, glaube ich, wieder raus und der Humus muss rein, dann ist das nicht so schlimm, so, wenn wir werden. Diamond Pipe, Stone Transport Pipes, wo habe ich denn meine Iron Pipes da? Und so, ein Teil davon muss einfach direkt wieder da rein und ein anderer Teil muss nach unten und von dem Teil, der wieder reinkommt, das war das Falsche, möchte ich einfach einen Teil wieder so runter haben, ja. Ist die Frage, in welche Richtung gibt er gerade? Ich erkenne das an den Dingern immer noch nicht. Es war ja bei den normalen schon schwer genug, sich das ordentlich anzugewöhnen. So. Ist richtig, wahrscheinlich war er von Anfang an richtig. Ich habe es einfach noch nie gesehen. Auf jeden Fall kommt unten die Pipe hin. Die Truhe hin. Aber es ist sogar eine ziemlich gute Stelle, wo ich hier rauskomme. Ich habe nur schon wieder das falsche Ding hier. Ne, es war sogar das Richtige. Okay. Stimmt, das sieht mir so komisch aus, weil das da oben andere ist. Denn ich überlege, ob ich den hier nicht einfach, also die Setzlinge, die runterkommen, automatisch bis dahin weiterleite. Das machen wir aber gleich. Erstmal bringen wir das oben zum Laufen. Dafür nehmen wir uns hier schon mal Setzlinge raus. Da habe ich die nämlich erstmal gelagert. Oak Saplings sind genau das Richtige. Soll er schon mal falsche Maschine haben. Die müssen nur ins richtige Interface rein. So, und dann brauchen wir nämlich, und dafür habe ich den anderen Kram noch mit hier hochgebracht. Automatic Crafting Table ist, damit ich mir das Rezept da drin lassen kann im Zweifelsfall. Hallo, Aptite, das sollte doch eigentlich... Was musste ich mit dem dann machen? Shape Crafting, ach, das war mit Sand zusammen. Haha. Ich bin aber wieder so gut vorbereitet und habe so viel Ahnung davon. Das heißt, ich kann mir jetzt bei der Masse, wobei ja so viel Sand brauche ich dafür gar nicht. Ich könnte mir das andere Abteil hinter mit dahin nehmen. Das ist nicht das Problem. Sand bekomme ich da wieder da raus in Zukunft. Ich brauche nur jetzt zwei Stacks, damit ich dahinter genug raus habe. Und was macht hier komische Geräusche? Das klingt fast so, als müsste hier irgendwo ein Dungeon sein. Ich habe auch keine Ahnung wo. So. Wenn die Farm hier läuft, muss ich auch meine Peat-Produktion wieder ankurbeln und da im Zweifelsfall noch mehr Kisten hinbauen. Schön groß, damit ich da mein Peat, was auch vorher kommt, lange kann ich mir noch gar keine Setzlinge wieder fertig. Wahrscheinlich brauchen die einfach nur gerade lange zum Wachsen. Ohne Bone Meal ist das ja immer ein bisschen ein Problem. So. Jetzt habe ich schon wieder einen Stonebrick über. Und für den Kram hier jetzt erstmal einmal alles zur Seite schaffen. Wenn nicht alles im Weg liegt. So, Diggers Backpack. Jetzt kommt das ganze Zeug hier wieder raus. So. Ganz viel Fertilizer. Und damit gebe ich mich für den ersten Tag auch zufrieden, denn ich muss damit ja auch noch andere Dinge machen. Und wir haben jetzt schon nicht genug Dreck dafür, das Ganze. Das ist überhaupt doch heißt Fertilizer. Ich weiß auch gar nicht, ob man das direkt einsetzen kann, um Sachen wachsen zu lassen. Aber wir können es halt einsetzen, um hier Humus zu machen.
Ich kann mal einmal flugs damit rüberrennen aus reiner Neugier und gucken, ob ich das irgendwie hier. Nee, kann man nicht einsetzen. Schade. Wäre auch zu lustig gewesen. Ich kann das schon mal da rein tun und den dann nämlich direkt mit dem Arbeiten anfangen lassen hier. Natürlich auch vernünftig, wenn ich mir den Schalter irgendwie besser legen würde, aber das werde ich wohl erst machen, wenn ich Red Power habe. Dann kann ich nämlich einfach die von unten da durchlegen. Oder so, auf jeden Fall angenehmer. So, haben wir alles durch. Den packen wir erstmal wieder beiseite. Der kann da noch mit rein. Und jetzt holst du hier erstmal aus der Nachbarschaft ab. Und er müsste eigentlich anfangen, das aufzubauen. Ich muss mich mal hinstellen. Ein Setzling. Muss ich auf Rot setzen, nicht auf Weiß. Auf Weiß muss nichts. So. Dann hoffen wir mal, dass er damit jetzt klarkommt. Und dafür auch genug Energie bekommt. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der braucht. Ich mache das hier erstmal tanken wieder weg, bis der läuft. Dann soll er hier schon mal anfangen. Das wird wahrscheinlich wie bei dem hier sein. Der Anfang dauert ein bisschen. Dessen sind hier aber man schon wieder fast Pflanzen fertig. Und ich kann... ich packe die Golden Conductive Pipe da schon mal wieder hin. Und kann mich dann eigentlich mal darum kümmern, mit so einer Diamond Pipe, das hier ein bisschen umzuleiten, was hier rauskommt. Da werden wir zum Markieren wieder einen Setzling brauchen. Und natürlich normale Transport Pipes. Dann ist die Frage, wo, wie weit ja doch das passt. Das dürfte ziemlich genau so cool werden, wie ich es gerne hätte. Und zwar legst du einfach noch an der falschen Stelle. So mal rein logisch betrachtet. Dann funktioniert das nämlich auch. Sonst hat das irgendwie gar keinen Sinn gemacht, was ich mir gedacht habe. Wo sind die Setzlinge, die ich mir gerade mitgenommen habe? Hä? Ach, ich habe sie nur dahin gelegt. Hehehe. So, auf Rot soll ein Setzling bitte. Dann werden wir mal hier runter. Ist das problematisch? Das ist die hinter der Außenwand. Das ist also nicht so wild. Das ist aber war noch nicht so intelligent. Denn ich sollte hier erst ein Stück weiter runter. Damit ich hier hinterher komme. So. Was von euch ist die Treppe? Das ist die Treppe, das heißt, wir werden da... Ja, da versuchen wir wieder rauszukommen. So, bitte. Jetzt bin ich da bis ins Dach durch. Aber jetzt dürften das, was an Setzlingen kommt, bis unten durchrutschen. Und jetzt macht es auch Sinn, hier Golden Transport Pipes mit reinzuklopfen. So. Hallo, wird sichtbar. Jetzt müssen wir einmal die Bedingungen für ihn ändern. Irgendwie ist das ab und zu noch ein Tanken Buggy in der Anzeige. Naja. Das sieht jetzt natürlich auch nicht so schön aus. Das kann man einfach mal verkleiden. Aber wir können uns dafür hinstellen. Und uns dich hier mal wieder schnappen. Und hier hinsetzen. Wir müssen alles, was wir an Setzling haben, direkt hier unten ankommen. So genau so, wie ich das will. Sehr schön. Habe ich jetzt zwar noch nicht probiert. Sollte aber funktionieren. Außerdem haben wir wieder einzelne Bricks über. Und er ist leider oben immer noch nicht... Zumindest noch nicht am Pflanzen, aber das hat er gemacht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir natürlich noch den, was braucht er dafür? Was braucht er für den Vermieter? Konnte ich da direkt den Fertilizer reintun? Muss ich jetzt gerade mal schauen, ob das das war. Ob
wir da überhaupt genug Saft für über haben, dass da hinten was ankommt. Oder ich muss mal einmal fix nachschauen. Kleinen Moment. Ich lasse den so lange aber auch mal weiterbauen. So, da bin ich wieder. Für euch dürfte das nicht lang gewesen sein. Das war natürlich nicht direkt der Fertilizer, sondern wir brauchen nur noch Knochen und entweder Flaschen oder Kapseln. Wobei ich mich da wohl für Wachskapseln entscheiden werde, da wir das ja genau für den Zweck auch noch Wachskapseln haben wollen. Da ich werde nicht unheimlich viel, also es war nicht der Fertilizer, sondern es ist der Katalyst, der dann da rein muss. Ich werde davon nicht immer unheimlich viel zur Verfügung stellen, weil der natürlich dann auch verbraucht. Aber prinzipiell, so viel wie wir haben, kann ich dafür nutzen. Ich nur mal schauen, wie viel wir haben. Leider haben die auch keine neuen Texturen. Schade eigentlich. Das mal so. Ich sollte vielleicht, bevor ich mir überlege, wie rostfällig das interviert, wie ich Kapseln daraus machen. Ich weiß, wie viele Wachskapseln ich dann habe. Ich weiß nämlich nicht, wie viele. Hallo? Catalyst. Ach, lässt sich auch direkt sagen, ja, ich möchte gerne die Wax-Caps. Ach, das ist das B-Wax, was ich dafür nehmen musste und nicht die Honey-Drops. Upsala. Das ist ja noch besser. Das ist ja viel, viel besser, denn für das Bienenwachs habe ich bisher nur wenig andere Verwendung, außer die Truhe. So, damit gebe ich mich mal zufrieden. 4 Kapseln überzählig. Nein, so und... Nein, verdammt. So. Ich nehme jetzt mal den dafür. Da kann man sehen, wir könnten das halt auch über die Honey Drops machen. Und zwar hatte ich Catalyst nicht hier irgendwo. Nee, hatte ich nicht. Nee, hatte ich nicht. Aber könnten wir eigentlich mal hier überall nachgucken, was da alles ging. Catalyst. Das hier... Entweder mit viel Honey oder halt mit einem Bone. Das werde ich wohl machen, auch wenn das dann mehr Kapseln braucht. Aber davon haben wir momentan noch die passende Menge. Nehmen wir schon mal die Knochen mit hoch. Ich brauche, glaube ich, nur einen halben Stack. Ja. Ja, das reicht eigentlich wohl. Hoffentlich. Bleiben noch ein paar mehr Kapseln über. Ich nehme davon noch was da lassen. Irgendwann will ich von denen richtig schön viele haben für den Transport von Flüssigkeiten und Zeug. So, so. Haben wir hier immerhin 1,5 Stacks Catalyst, die ich erstmal verwenden kann, um meine Baumfarm voranzubringen. Und da Setzlinge rauszubekommen. Ich werde bei den Setzlingen eh wahrscheinlich nochmal per Hand nachhelfen, indem ich zwischendurch farmen gehe. Das hatte ich sowieso zwischendurch mal gemacht, dass ich mich da einfach hingestellt habe und gesagt habe, hier... Diamantaxt her und gib ihm. Funktioniert an sich ganz gut. So, jetzt geh du mal hier rein. Jetzt müsste das funktionieren, wenn der Strom reicht. Das kann ich nun mal nicht garantieren. Doch, da kommt was an. Da war gerade ein kleiner zu sehen. Es kann aber auch sein, dass der eine eigene Engine hinterher braucht, weil das sonst zu wenig ist. Oder wir halt noch... Ich hole noch mal einen Stack Peat und gebe ihm seine eigene Engine. Muss dabei auch zwischendurch mal auf die Uhr gucken. Wie lange wir dafür brauchen. Ich renne hier schon wieder hin, ewig viel hin und her. So. Dann kriegt der seine eigene Engine dazu, die ich dann auch bei... Doch, die ich dann anmache, wenn ich ihn anhabe. An sich sind da die Conductive Pipes schon praktisch, weil er das dann halt darauf verteilt, wer das gerade braucht. Das Problem ist, kann halt sein, dass bei dem nichts mehr ankommt, weil so eine Peat-Fired-Engine, die gibt ja nur ein Minecraft-Joule. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Stück da gerade. Das dürfte für 3 Maschinen wohl nicht reichen. Die werden alle einen brauchen. Ah, doch, jetzt arbeitet er hier. Okay. Ich mich jetzt mal hinstelle, nur so aus Neugier, wenn ich den hier gerade schon habe. Ja, der verbindet sich dann nämlich nicht vernünftig. Ich gebe ihm mal trotzdem immer noch seine eigene Engine. Und werde den dann dementsprechend gleich wegnehmen. Und den hier. So. Dann kriegst du deinen eigenen Betrieb. Kannst hier schon mal ein bisschen was davon noch reinbekommen. Den Rest kann ich hier lagern. So. Dann sieht man da schon die Bäume. Jetzt ist die Frage, ob der Logger gut genug arbeitet. Ah,
Aber mir scheint so, ja, da sieht man schon den ersten Dingsbums verschwinden. Und tendenziell müsste er in der Lage sein, die Setzlinge davon halt auch aufzusammeln. Das sollte er eigentlich können als Logger. Letztes Mal hatten wir ja extra noch was anderes dabei. Ach, und er schmeißt hier auch Sand raus. Ja, das war nicht das Problem, denn der wandert dann auch automatisch runter. Jetzt ist die Frage, wenn ich provoziere einfach mal ein bisschen mit, dass die Setzlinge kommen. Da ist einer. Wird der eingesammelt, ist die Frage. Ich hoffe ja mal. Wenn nicht, wäre das ein bisschen doof. Weil dann hätte ich von dem ganzen Spaß nichts. Aber er scheint jetzt verschwunden zu sein. Ich sehe hier aber auch gerade keinen. Also ich glaube, dass er Setzlinge mit raushaut. Ich werde das bis zum nächsten Mal auf jeden Fall nochmal nachgucken, denn wir machen für diesen Part für heute Schluss. Sind ja auch schon wieder lange dran. Beim nächsten Mal werde ich dann versuchen, daraus den Bau unten weiterzumachen. Und wir werden nochmal wieder beim Quarry gucken. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.